Regionalliga-Debüt für Tom Gründling im Trikot von Chemie Leipzig. Das 20-jährige BSG-Eigengewächs darf von Beginn an ran. Auch weil Miroslav Jagatic mit den Kräften haushalten muss. Er rotiert viel durch. Am Donnerstag wartet im Pokal-Halbfinale Drittligist Zwickau, nachdem man in der Liga den Klassenerhalt sicher gemacht hat. Ein Highlight in dieser Saison. Es ging kurios los. Ein Auge auf die Trikotfarben. Fürstenwalde, grün, schwarz, grün. Chemie, schwarz, grün, schwarz. Nach 5 Minuten war so ziemlich jeder auf dem Feld verwirrt. Chemie muss als Auswärtsteam einen Alternativ-Trikotsatz bereitstellen. Aber Chemie hat nur grün oder schwarz. Es wurden Leibchen rausgekramt, weil Fürstenwalde nicht auf weiß umswitchen wollte. Szenen wie in der Kreisliga. Chemie-Torwarttrainer Harald Bellot holte noch Leibchen aus der Kabine, die Spieler nicht wirklich begeistert, aber es gab halt keine Alternative. Rein ins Sportliche, 25 Minuten schon rum, Kanter in neuem Gewand mit dem Einwurf für Chemie Leipzig und über Umwege der Ball bei Weyer, erster Abschluss der Partie. Chemie-Fans wieder zahlreich mitgereist nach Fürstenwalde. Insgesamt kein Spektakel in dieser ersten Hälfte. Wieder Chemie Leipzig, nächster Abschluss. Aber wieder keine große Gefahr. Fürstenwalde zuletzt mit der 0:5-Klatsche bei Hertha 2 nach zuvor 3 Siegen. Das Ganze haben sie aufgearbeitet und abgehakt, so Coach Kenny Verhune. Die Unioner kurz vor der Halbzeit nochmal mit Kapitänsstange. Abschluss daneben. Insgesamt mussten alle über diese ersten 45 Minuten nachdenken. Mehr Aktion dann im zweiten Durchgang. Chemie wechselte 4-mal, brachte unter anderem Timo Mauer. Er kam für Youngster Gründling ins Spiel. Klasse Vorarbeit von Surek und dann trifft Mauer den Ball mit dem Hacken. Entschärft so für Fürstenwalde. Chemie jetzt das bessere Team. Halbzeitansprache fruchtete. Viel Verkehr im Fürstenwalder Strafraum und dann der Abschluss von Wendt. Aber Staniszewski ist da, er avancierte zum besten Fürstenwalder in diesem zweiten Durchgang, hat den Ball sicher, begräbt ihn unter sich. Chemie zuletzt mit 3 Siegen am Stück, genau so traten sie jetzt auf Chancen gefühlt im Minutentakt in diesem zweiten Durchgang. Tarik Reinhardt, auch er wurde eingewechselt. Nächste dicke Möglichkeit für die BSG. Wieder Endstation Staniszewski. Fürstenwalde konnte mit einem Sieg am 16. Eilenburg vorbeispringen. Zaruba und Bellot. Beste Chance für die Hausherren im zweiten Durchgang. Kilian Zaruba. Jarosch hatte noch den Fuß dazwischen, irritierte Bellot. Nächste Chance für Fürstenwalde. Weiß mit dem Freistoß, der bleibt hängen. Und der eingewechselte Zikiri. Und wieder Bellot. Buri in der Mauer hat Glück, dass ihm der Ball nicht gegen den ausgestreckten Arm, sondern gegen den angelegten Ellenbogen springt. Bellot danach zur Stelle. Beide Teams unterschrieben, gefühlt schon das 0:0. Dann der Konter für Chemie. In der Nachspielzeit Buri auf Mauer. Der hat Platz und Tempo. Timo Mauer. Dann Mast mit dem Auge für Jepel. Was für eine Chance. Kurz vor Schluss Dennis Jepel lässt sie liegen. Fürstenwaldes Verteidiger Jarosch will hier nicht das Eigentor riskieren, lässt dann durch, sieht, oh, da ist ja noch Mast, der mit aller Seelenruhe auf Jepel und der scheitert am überragenden Staniszewski, der fährt das Bein aus, hält den Punkt. Danach war Schluss 0:0. Wir haben die Null hinten stehen, also das ist für uns immer wichtig, wenn du so viele Gegentore bekommst. Aber ja, also bei mir war das Gefühl drin, vor allem die letzten 25 Minuten, dass der Kampfgeist nicht da war. Also ich hatte das Gefühl hier, dass 3 Punkte drin waren und ja, das habe ich meiner Mannschaft ein bisschen von der Seite versucht mitzugeben. Beide Teams nehmen einen Punkt mit. Was bleibt, ist das Trikotchaos. Komische Angelegenheit irgendwie. Ja, es gab schon im Vorfeld da irgendwie so Probleme, weil Fürstenwalde darauf bestanden hat, in ihrem da grün-schwarz-grün zu spielen. Und da wir nur grün oder schwarz haben, ja, ist es dann halt schwierig, eine Lösung zu finden. Und man hat es ja gesehen, es war kaum zu unterscheiden. Und dann haben wir halt gehofft, dass sie dann die Trikots wechseln, weil sie haben, wie gesagt, einen weißen Satz. Das hätte ja alles dann funktioniert, aber wollen sie auch nicht. Also anscheinend kämpfen die ja mit allen Mitteln, um die Klasse zu halten. Bisschen wie Kreisliga. So haben wir uns dann heute erstmal gefühlt. Ja, ist dann erstmal komisch, muss erstmal reinkommen, du musst dich dann daran erstmal gewöhnen. Und so sah das später noch in der ersten Halbzeit aus, ja.
Die Leibchen haben es geregelt. Kenny, Verhune und Fürstenwalde bleiben auf dem viertletzten Platz stehen. Chemie freut sich auf den Donnerstag, freut sich auf den FSV Zwickau im Pokal-Halbfinale. Dann wohl im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark.